Hallo, in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, was für ein Elementetyp du bist nach der tibetischen Fünf-Elemente-Lehre. Für die Tibeter baut sich die ganze Welt, die ganze wahrnehmbare Welt aus fünf Elementen auf. Jede Erscheinung, jede Situation und vor allem auch jede Begegnung ist geprägt von gewissen Elementen. Und auch wir Menschen haben eine Prägung. Es gibt meistens ein, zwei Elemente, die stärker in uns vorhanden sind oder die uns stärker prägen. Und in diesem kleinen Selbsttest kannst du jetzt feststellen, wie du selber gelagert bist. Zeichne dir bitte ein Mandala wie auf dieser Zeichnung, also diese fünf Kreise, und versieh diese fünf Kreise mit den fünf Buchstaben, die den fünf Elementen entsprechen. Bei den folgenden Fragen sind mehrfach Antworten möglich und auch erwünscht. Wenn etwas stärker für dich zutrifft, dann zeichne innerhalb eines dieser Kreise einen größeren Kreis, wenn es weniger zutrifft, einen kleineren, und wenn es nur ganz wenig oder gar nicht zutrifft, zeichnest du einfach nichts in diesen Kreis hinein und am Ende hast du dann ein sehr schönes optisches Bild, wie du gelagert bist. Ja, und wichtig ist einfach nur spontan auf diese Fragen zu antworten, und die erste Frage ist, was für eine Umgebung, welche Umgebung berührt dich? Ist es eine schöne Aussicht auf schneebedeckte Berge, Fernsicht, Überschaubares, also was man gut sehen kann, oder zum Beispiel skandinavische Architektur, aber auch in der Inneneinrichtung geordnete, klare Einrichtung, geordnete, klare Linien, vielleicht hier und da mit einer Besonderheit, die man sehen kann, etwas Besonderem, dann mach bei A ein Zeichen. Sind es Märkte, Gewürzmärkte mit vielen Farben und Düften, tropische Dschungel, Wälder, auch ländliche Umgebung, dann mach ein Zeichen bei B. Sind es die Tuschezeichnungen aus Japan und China, Aquarellmalereien, sanftrollende Hügel, die Reisfelder Südostasiens, wenn dich so etwas anspricht, mach ein Zeichen bei C. Sind es Fabriken, Werkstätten, geschäftige Städte, geschäftige Orte, wo etwas vorankommt, wo etwas passiert, dann mach ein Zeichen bei D. Oder magst du mehr die großen, weiten, leeren Räume wie Wüsten, Steppen, überhaupt weite Leere, gehst du im Winter vielleicht auf einen zugefrorenen See, um diese Weite zu spüren, dann mach ein Zeichen bei E. Wenn du eine neue Situation plötzlich lösen musst, wie reagierst du? Bist du eher so der Analytiker, also setzt dich hin, überlegst erstmal, welche Schritte man machen sollte, was man tun sollte, zeichnest du dir vielleicht auch einen Plan, in welcher Reihenfolge du die Dinge machen solltest, dann mach dir ein Zeichen bei A. Bist du eher so der Typ, der sofort den Hörer hebt und beginnt Informationen zu sammeln, Freunde anruft und fragt, ja, ist dir das schon passiert, wie kann man das lösen, kannst du mir dabei vielleicht helfen, dann mach ein Zeichen bei B. Bist du eher so der Typ, der versucht, die Situation erstmal zu erfühlen, erspüren, sich überlegt, was bedeutet diese Situation für mich, wie kann ich sie gefühlsmäßig gewinnbringend für mich und für andere gut lösen, was ist eigentlich so meine Rolle darin, dann mach ein Zeichen bei C. Wenn deine spontane Reaktion auf eine neue Situation die ist, dass du gar nicht lange fackelst, keine Planung und auch jetzt nicht gerade unbedingt fünf Freunde anrufst, sondern wirklich direkt an den Kern gehst und versuchst, diese Sache zu lösen und dabei auch in Kauf nimmst, dass du vielleicht erstmal an drei falschen Türen klopfst und vielleicht auch Fehler machst, dann mach ein Zeichen bei D. Bist du eher der Typ, der sagt, jetzt warten wir mal ab, lassen wir die Dinge passieren, 80% der Dinge lösen sich ja sowieso von selbst, und wenn dann genügend Zeit verstrichen ist, dann bist du vielleicht der Typ, der dann sehr zielgerichtet, sehr minimalistisch, sehr wenig tut, aber das sehr zielgerichtet und sehr genau. Wenn du dieser Typ bist, dann mach ein Zeichen bei E. Wovor hast du Angst? Bist du ein Typ, der etwas schwer auftaut, also sei es in partnerschaftlichen Beziehungen, aber überhaupt auch in freundschaftlichen oder auch in beruflichen Beziehungen? Also brauchst du deine Zeit, bis Intimität sich bei dir aufbauen kann? Bist du auch überhaupt so ein bisschen vorsichtig mit diesem Thema? Mach ein Zeichen bei A. Bist du eher so der Typ, der am Ende des Tages die Angst hat, nicht genügend zu haben? Das kann materieller Besitz sein, aber auch in Sachen Erlebnissen, habe ich genug erlebt, ist mein Leben vollständig genug, ist alles da, was ich brauche in meinem Leben, dann mach ein Zeichen bei B. Bist du eher so der Typ, der vielleicht manchmal Angst hat, dass dein Leben zu langweilig ist oder dass du für andere Menschen vielleicht zu langweilig bist?
Hast du manchmal Angst, dass du abgelehnt wirst, nicht gemocht wirst und ähnliches? Das ist, mach ein Zeichen bei C. Das ist eine Prägung, die typisch ist für C. Bist du so der Typ, der eher davor Angst hat, nicht an sein Ziel zu gelangen, zu versagen, nicht alles zu Ende zu bringen, was du dir vorgenommen hast, am Ende des Tages das Gefühl zu haben, oh, so und so viele Dinge habe ich noch nicht geschafft, dann mach ein Zeichen bei D. Oder bist du eher so der Typ, der manchmal das Gefühl hat, dass jeder Freund, aber auch jeder Berufskollege, der sich bei dir meldet, ein bisschen ein Angriff auf deine Seelenruhe ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Welt manchmal zu viel ist und was die Menschen so alles wollen und das Leben so alles will, dann mach ein Zeichen bei E. Eine letzte Frage habe ich noch, die vielleicht aber am tiefgreifendsten geht. Ja, warum lebst du? Was ist das, was deine tiefste Motivation ist? Möchtest du das Leben verstehen, die Welt verstehen, die Menschen verstehen, die Zusammenhänge verstehen? Oder bist du der Typ, der viel vom Leben haben möchte, sei es im materiellen Sinne, also besitzen, aber auch erleben, der gerne ein vollständiges Leben haben möchte, der für den gerne die Vollständigkeit ein ganz wichtiges Thema ist? Oder bist du so der Typ, der vor allem deswegen Dinge erleben möchte, um sie zu erfüllen, zu spüren, der sich mit Menschen treffen möchte oder zum Beispiel auch Reisen und andere Kulturen ergründen möchte, um zu fühlen, wie das dort ist. Oder bist du so der Typ, der morgens aufwacht und sagt, so, legen wir los, machen wir was, bist du sehr aktiv, möchtest du die Dinge zu Ende bringen, bist du so der To-Do-List-Typ, der eine Liste hat und dann schnell, nicht schnell, aber möglichst effektiv eben diese Dinge zu Ende bringt, dann mach ein Zeichen bei D. Möchtest du am liebsten einfach nur sein, dich auf deine Bank am Morgen setzen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören? Fühlst du dich am besten in der Gegenwart wohl und kannst du relativ einfach sagen, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit und die Zukunft bringt halt, was sie bringt? Bist du ein bisschen so in diese Richtung geprägt, dann mach ein Zeichen bei E. So, jetzt hast du wahrscheinlich schon dein persönliches Mandala ganz gut mit Zeichen versehen und hast ein visuelles Bild davon, wie du selber aufgebaut bist. Was du alles mit diesem Mandala machen kannst, ja, sieh dich im Forum um, sieh dich bei den anderen Videos um. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir dieses kleine Mandala weiterhilft. Ich danke für deine Aufmerksamkeit.